Zeit ist abgelaufen, Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht ihm Gefahr durch Krieg. Trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns alle zu verzehren. Sammelt die Horde und führt euer Volk seinem Schicksal entgegen. Sucht mich. So, herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit in Kapelle und herzlich willkommen zur allerersten Prolog-Quest in Warcraft 3 Reforged. Herzlich willkommen und wir beginnen mit dem Kapitel in der Visionenjagd. Kapitel 1 Visionenjagd. Irgendwo im Arati-Hochland erwacht Thrall, der junge Kriegshäuptling der Ork-Horde, aus einem beunruhigenden Traum. Den haben wir gerade eben erst gesehen und ja. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitmachen. Die Geister sind ruhelos. So, das ist das Tutorial. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Spiele ich denn auf schwer? Ich glaube schon. Ist jedenfalls so eingestellt. Zuerst müsst ihr aber lernen, wie ihr Thrall Befehle erteilen könnt. Das wissen wir. Das Tutorial ist jetzt relativ simpel gehalten von da aus. Meisterhaft. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Daran erkennt ihr, dass ihr dieses Gelände noch nicht erkundet habt. Wie ihr seht, schrumpft das schwarze Gebiet, wenn Thrall es durchquert. So könnt ihr immer sehen, welche Gebiete ihr schon entdeckt habt. So. Wählt Thrall aus und befehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. Loktar, meine Krieger. Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling.
Jetzt sind eure Truppen ausgewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Niemand wird überleben. Schweinchen tot. Hätte ja sein können, dass es da irgendwas gibt. Kann man eigentlich seinen eigenen... Ist unverwundbar. Regal, Nogul. Interessant. Macht euch bereit. Da vorn lauert ein Gnoll. Eine Gnoll. Wenn ihr Kriegern befehlen möchtet, diese Monster anzugreifen, wählt all eure Truppen aus und klickt erst auf den An. Das war nur ein Speer. Aber das Lager der Gnolle ist in der Nähe. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das gegnerische Lager. Wählt dazu all eure Truppen aus, klickt auf den Angreifen-Button und schickt sie dann mit Linksklick auf den Boden in die Mitte des Gnolllagers. Ich bin der Kriegshäuptling. So, die Gebäude kann man ja auch kaputt machen. In der Regel sind da manchmal sogar... Sehr gut. Thrall ist durch die Erfahrung, die Gegenstände drin gesammelt hat, eine Stufe... Genau, jetzt haben wir nämlich den Kettenblitz, den nährt man. Vier Schicksalshammer! Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Um Thralls neue Fähigkeit einzusetzen, manche Ungeheuer Schätze fallen, wenn sie besiegt werden. Schatztruhen. In dieser Schatztruhe war ein nützlicher Mana-Trank. Im Inventar in der unteren Bildschirmmitte seht ihr, dass der Trank jetzt einen von Thralls Inventarplätzen einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Die magische Energie, die er braucht, um Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. So, dafür brauchen wir definitiv keinen Kettenblitz für zwei Einheiten. Aber man achte ein bisschen auf die Umgebung. Manchmal findet man ja interessante Sachen, wo man hin kann oder wo man hingucken kann, sagen wir mal so. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, Krieger. Lasst die Dunkelheit nicht eure Sinne trüben. Vier Schicksalshammer! So, hier gibt es bestimmt auch noch versteckte Items. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier was finden. Niemand wird überleben. Haben wir noch einen Heiltrank gefunden. Regal, Nogul. Ein Oger. Würde dieses Ungeheuer nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Ja, machen wir trotzdem Platz. Ich bin der Kriegshäuptling. Aber ich glaube, wir haben Erfahrung dafür bekommen. Ich bin mir zwar nicht mehr so ganz sicher, ob wir wirklich... volle Erfahrung bekommen haben. Aber die Erfahrung nehmen wir ja mit in der nächsten Mission. Von da aus ist das schon mal ein Vorteil, wenn wir da mit Erfahrung rausgehen. Oder mit mehr Erfahrung. Muss man eigentlich alles auf. Passt auf, meine Brüder. Diese Wesen schlafen nachts nicht. So, nicht nur, dass sie schlafen, sie machen auch relativ guten Schaden, aber die Level 3er Schallgolem sind jetzt so nicht unbedingt das Problem. Oh, Ring. Hervorragend. Thrall hat einen magischen Ring gefunden. Ringe sind sehr nützlich, da sie einen konstanten passiven Bonus gewähren, solange sie getragen werden. Regal, Nogul. Nee, okay, nee, doch nicht. Wir kriegen keine Erfahrung mehr. Ich bin der Kriegshäuptling. Da wurde das Cap erstmal auf Level 2 gelegt. Die Geister sind ruhelos.
So, hier rechts haben wir noch irgendwas. Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Eure Zeit ist gekommen. Was ihr wollt? Zwobu, Lokregan, Meister? Also weiter. Zuck-Zuck. Was wir wollen. Lokregal. Buch der Gesundheit. In dieser Schatztruhe war ein Zauberbuch, mit dem ihr Thrall dauerhaft stärken könnt. Ich glaube, jetzt haben wir auch grob fast alles. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht mehr zu entdecken. I think so. Naja. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Ich weiß vieles über euch und euer Volk, junger Kriegshäuptling. Aber wer ich bin, ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk sammelt und dieses Land sofort verlasst. Verlassen? Was hat das zu bedeuten, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft erblickt und den großen brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja. Und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalendor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Aber die Geister raten mir, ihm zu vertrauen.